Ich bin mit dir. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Quantensymmetrien. Ich habe von den Organisatorinnen hier diese Templates bekommen, die ich wahrscheinlich benutzen sollte. Und also ich bin eine Headline, darunter kommt irgendwie Fließtext oder eine Zwischenüberschrift, bin genauso groß wie Fließtext, aber fett, das ist eigentlich ganz gut. Hier ist nochmal die Eule. Also ich meine, das Problem ist, ich bin ja Mathematiker. Ne? Ich arbeite mit Tafel und mit Kreide. Ich habe mit Folie nichts am Hut. Ich Zettel und Stift, so, das sind meine Waffen. Also ich denke, so stellt man sich ja einen Nerd eigentlich vor. Ne? Aber damit ich mich ein bisschen wohler fühle hier vielleicht, wem hat denn in der Schule Mathematik Spaß gemacht? Okay, sehr gut, da freut sich die Nerd-Eule schon mal. Ja? Gut, und ich denke, weil Rechnen einfach so schön ist, fangen wir schon mal ein bisschen mit Rechnen an. Ne? Hier ist ein bisschen eine kleine Rechnung. Ja, 3 mal 5, 5 mal 3, 15, ja, okay, gut. Oder hier, 6 mal 8, 8 mal 6, ja. Hat jemand eine Idee? Ja. Vielleicht eine kleine Idee. Ach, 48, ja, sehr gut, wunderbar. Also ich meine, Rechnen ist einfach super. Ne? Und hier haben wir eine komplizierte Rechnung, 2 mal 7 mal 5. Aber da können wir einen kleinen Trick anwenden. Wir können ja einfach vielleicht hier die mal 2 und 7 tauschen. Ne? Dann haben wir 7 mal 2 mal 5. Und 2 mal 5 ist einfacher zu rechnen, ne? Das ist 10. Dann haben wir 7 mal 10, das ist gleich 70. Ne? Wunderbar. Hat jemand eine Idee, welches Gesetz wir hier angewandt haben, als wir 2 und 7 getauscht haben? Sehr gut, Kommutativgesetz, sehr gut. Kommutativität, das ist, wenn x mal y das gleiche ist wie y mal x. Ja? Das ist Kommutativität, das haben wir ja angewandt. Wir werden aber heute noch sehen, guck mal, da staunt die Eule, wir werden heute noch sehen, dass es auch nicht Kommutativität gibt. Ja? Es gibt auch Situationen, wo x mal y nicht das gleiche ist wie y mal x. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Okay, aber erstmal zum Titel Quantensymmetrien. Da müssen wir mal ein bisschen den Titel auseinandernehmen. Da ist einmal Symmetrien drin, gucken wir uns erstmal Symmetrien an. Was ist das eigentlich? Symmetrien, das ist eigentlich ganz einfach, kennen wir im Alltag. Hier ist diese Eule, habe ich mal eine rote Linie eingezeichnet. Wenn man an dieser Linie spiegelt, kommt das gleiche Bild raus. Okay? Und wir würden sagen, es ist an dieser Linie symmetrisch. Hier die Nerd-Eule ist auch symmetrisch, wunderbar. Oder hier ist ein Schmetterling, ist ein Eulenauge. Ja. Er ist auch symmetrisch, wie man sieht. Schmetterlinge sind sehr bekannt für ihre Symmetrien. Aber Symmetrie könnte auch so komplizierter sein. Ne? Hier, da haben wir jetzt 5 Symmetrieachsen drin, wunderbar. Ne? Und warum ist das interessant? Das ist zum Beispiel interessant, weil man mit Hilfe von Symmetrien Sachen unterscheiden kann. Ja? Zum Beispiel, wenn ich hier mal dieses gleichseitige Dreieck angucke, das hat 3 Achsen und dieses gleichschenkliche hat nur eine einzige Achse, an der es symmetrisch ist. Wenn jetzt jemand 2 Dreiecke hinterm Rücken verbirgt und mich dann fragt, sind die gleich? Dann sage ich, naja, wie viele Symmetrieachsen haben wir denn da drin? Dann sagt er, ja, bei dem einen 3, bei dem anderen 1. Dann sage ich, ja, die sind nicht gleich. Ne? Also sowas kann man schon mal benutzen. Und wie formuliert man das in der Mathematik? Ja, in der Mathematik, da machen wir das ein bisschen komplizierter, da formulieren wir das mit Gruppen. So, Achtung, jetzt kommt eine blaue Folie. Also alle, die Angst haben vor Mathematik, die sollten jetzt irgendwie mal die Augen zumachen, weil blaue Folien, da ist Mathematik drauf. Ja. Hier ist mal, wie wir das mathematisch formulieren. Wir nehmen Gruppen. Eine Gruppe ist eine Menge mit einer Verknüpfung, die ist assoziativ, wie das erste Gesetz sagt. Das zweite Gesetz sagt, es gibt ein neutrales Element. Wenn ich G mit dem neutralen Element verknüpfe, kommt wieder G raus. Und zu jedem Element gibt es ein Inverses. Wenn ich damit verknüpfe, kommt das neutrale Element raus. Okay? So machen wir das in der Mathematik. Und das ist tatsächlich, wenn man jetzt mal wirklich sich das anguckt, das ist, beschreibt diese Symmetrieoperation eigentlich sehr gut. Ne? Das neutrale Element, das macht einfach nichts an dem Bild. Ne? Und das inverse Element, wenn ich irgendwie das Bild so ein bisschen drehe, dann haben wir wieder so eine Rückoperation, ne? Zurückdrehen. Also das ist unsere mathematische Formulierung und hier sieht man noch, was wir unter einer Symmetriegruppe verstehen. Habe ich einfach mal alles präzise hingeschrieben. Für uns ist das gut, dass wir dieses präzise Objekt haben in der Mathematik, weil das können wir wirklich studieren. Ja? Wir haben dieses präzise Objekt, das können wir definieren, untersuchen, bestimmen und so weiter. Das ist sehr wichtig für uns. Dass die Nerd-Eule nämlich richtig glücklich über diese blaue Folie. Eine meiner Lieblingsfolien heute. Also das erste Learning für heute Abend, Symmetrien ist das gleiche wie Gruppen. Okay, das können Sie schon mal merken, ne? Denken wir das gar nicht, aber Gruppen ist das gleiche wie Symmetrien. So, was haben wir noch hier drin? Quantensymmetrien, ne? Also Quanten, ja. Ich weiß schon, Sie wollen alle die Quanten sehen, nicht die Symmetrien, ne? Aber da haben wir jetzt ein Problem, denn ich bin ja Mathematiker, also ich darf eigentlich gar nichts über Quanten erzählen. Ich mache es aber trotzdem. Also in der Quantenphysik, wenn wir da Messungen machen, da haben wir zum Beispiel so ein winziges kleines Teilchen, das fliegt da irgendwo lang und dann können wir messen, wo ist das eigentlich? Das wäre die Messung A, Bestimmung des Ortes. Und dann können wir auch messen, in welche Richtung geht das? Das ist die Bestimmung des Impulses, Messung B. Und jetzt ist es in der Quantenphysik so, wenn wir diese Messung in einer anderen Reihenfolge durchführen, dann kann vielleicht was anderes rauskommen. Ja, wenn wir erst gucken, wohin bewegt es sich und dann, wo ist es eigentlich? Das ist diese Nicht-Kommutativität. Freut sich die Eule, weil das habe ich vorhin schon mal erwähnt, ja, die Klammer ist gelungen. Also das ist quasi das, was wir in dieser Quantenphysik berücksichtigen müssen.
Nicht-Kommutativität ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ne? Also zum Beispiel beim Bungee-Jumping ist das Gleiche. Ob ich erst das Seil anlege und dann springe oder... macht schon einen Unterschied. Ne? Also das ist diese Nicht-Kommutativität, die wir in der Quantenphysik haben. Warum ist das interessant? Naja, das beschreibt mikroskopische Zusammenhänge. Das ist irgendwie ganz gut. Das finden Physiker super, wenn sie das beschreiben können. Aber wie machen wir das eigentlich in der Mathematik? In der Mathematik benutzen wir dazu Vektoren und Matrizen. Hat jemand schon mal Matrizen gesehen? Matrizen, ja. Schon mal damit gearbeitet? Ja, multipliziert? Okay. Schauen wir uns das mal an. Achtung, blaue Folie. Oh, oh. Hier haben wir erstmal wieder einen Vektor. Der Vektor 0, 1. Ne? Das wäre der eine Vektor. Hier haben wir noch einen anderen Vektor. 1, 0. Und dann hier haben wir so einen Vektor. Das ist eine Linearkombination von den beiden. Alpha mal der eine plus Beta mal der andere. Also der Vektor Alpha, Beta. Das könnte man eine Superposition nennen. Ne? Also so schreibt man das in der Physik. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was ein Qubit ist, das ist ein Qubit. So einfach. Also aus der Sicht der Mathematik, ich weiß gar nicht, warum die PhysikerInnen da so einen Rummel drum machen, die zu produzieren. So einfach ist das Ding für uns in der Mathematik. Und wenn wir die jetzt irgendwie verarbeiten wollen, dann brauchen wir so lineare Abbildungen. Das ist zum Beispiel hier so eine lineare Abbildung von R hoch 2 nach R hoch 2, beschrieben durch eine Matrix. Hier ist noch eine andere Matrix, die ist auch wunderschön. Wenn wir die mal multiplizieren, dann müssen wir die Regel vom Matrixprodukt anwenden. Zeile mal Spalte, das berechnet dann die einzelnen Einträge von der Matrix. Und wenn wir die andere berechnen, dann sehen wir, da kommt was Unterschiedliches raus. So, für zwei oder drei Leute im Raum hat das jetzt vielleicht Spaß gemacht, diese Folie. Jedenfalls ist das die Erkenntnis des Abends, die zweite Erkenntnis. Ja, Quanten, das hat was mit Nicht-Kommutativität zu tun. Okay, A mal B ist nicht das gleiche wie B mal A. Okay, jetzt fügen wir noch alles zusammen. Wir wollten eigentlich ja über Quantensymmetrien sprechen. Und da mache ich einen alten Trick. Ich nehme erstmal ein Zitat. Achso, ich wollte mal kenntlich machen, dass es jetzt über Quantensymmetrien geht. Ein Zitat von einem Nobelpreisträger, Philip Warren Anderson, der hat Nobelpreisträger der Physik, der hat 1972 gesagt, es ist nur eine leichte Übertreibung zu sagen, dass Physik das Studium von Symmetrien ist. Ja, also aus seiner Sicht ist wirklich Physik, das sind Symmetrien. Das heißt, Energieerhaltungssatz, all das ganze Zeug, kann ich mit dieser Gruppensprache, die ich vorhin erwähnt habe, kann ich damit formulieren. Ja? Das ist für ihn Physik, muss man diese Symmetrien verstehen. Und dann liegt es natürlich nahe, dass wenn ich jetzt Quantenphysik betreiben möchte, dann muss ich Quantensymmetrien verstehen. Ne? Und genau das machen wir in meiner Arbeitsgruppe. Wir untersuchen Quantensymmetrien, wir untersuchen Quantengruppen, das ist das präzise Objekt. Und dann stellen wir die Werkzeuge bereit, damit die Quantenphysik das dann vielleicht irgendwie benutzen kann. Ne? Also ehrlich gesagt sind wir Grundlagenforscher, ist mir völlig wurscht, was die PhysikerInnen damit machen. Mich interessieren nur die Quantengruppen an sich. Aber im Prinzip könnte das für die Quantenphysik dann die richtige Sprache sein. Hier mal ein kleines Beispiel aus der Quantenphysik. Da gibt es immer Alice und Bob. Da haben wir hier eine weibliche Eule mit Kurzhaarschnitt und eine männliche Eule mit Langhaarschnitt. Männliche Eulen heißen übrigens Terzel. Wussten Sie das? Habe ich nachgeguckt. Also Alice und Bob, die spielen ein Spiel. Die kriegen nämlich zwei Graphen genannt und sollen sagen, ob die gleich sind. In dem Fall ist das der Fall, weil wenn ich jetzt hier bei dem rechten die beiden unteren Punkte vertausche, dann gibt es den gleichen Graphen. So ein Spiel müssen die spielen. Und wenn die sich jetzt mit Symmetrien auskennen, dann gewinnen sie dieses Spiel. Ja? Wenn sie bestimmte Konfigurationen bekommen und sich generell damit auskennen, dann gewinnen sie das Spiel ziemlich häufig. Wir sagen dann, sie müssen Isomorphismen von Graphen verstehen. Wenn sie sich jetzt sogar mit Quantensymmetrien auskennen und Quantenisomorphismen verstehen, dann gewinnen sie noch öfter. Ja? Das können wir in unserer Arbeitsgruppe zeigen und belegen. Technisch braucht man dazu einen verschränkten Zustand, der geteilt wird, nennt sich Entangled State, für die Leute, die das wissen. Damit dürfen die dann eine Quantenstrategie anwenden. Das ist so das Technische dabei. So, ich glaube, jetzt kommt hier noch irgendwie was von dem Template. Nochmal ein Template. Ich glaube, die wollte ich haben. Okay, vielen Dank.